Ravensbrück bei Fürstenberg. Die Geschichte dieses Ortes ist untrennbar mit dem Frauenkonzentrationslager der Nazis verbunden. Doch neben den Geschehnissen im Hauptlager wurden an diesem Ort weitere Verbrechen begangen, die bis heute nicht aufgearbeitet sind. Eine Initiative im angrenzenden Jugendkonzentrationslager Uckermark arbeitet seit Jahren erfolgreich gegen diese Verdrängung. Unser Fokus liegt auf dem Siemenslager, das bis heute nicht Teil der Gedenkstätte ist. Für die Schaffung eines würdigen Gedenkortes setzen wir uns ein. Wir sind das Antifa Working Camp Ravensbrück. ...1942 von Häftlingen erbaut, wurden bis kurz vor Kriegsende mehrere tausend Frauen zur Arbeit für den Siemens-Konzern gezwungen. Viele überlebten die miserablen Bedingungen nicht. Ihrem Andenken fühlen wir uns verpflichtet, denn nichts ist vergessen. Unser Camp findet einmal im Jahr in den Sommerferien statt. In dieser Zeit übernachten wir in der Jugendherberge der Gedenkstätte. Das Projekt selbst wird vollständig von Jugendlichen organisiert und durchgeführt. 2011 beteiligten sich 55 Teilnehmerinnen am Camp. In verschiedenen Arbeitsprojekten machen wir auf die Geschichte dieses Ortes aufmerksam, zum Beispiel dort, wo die Frauen ins Lager deportiert wurden. Wir sind jetzt hier an den Gleisen und die Truppe hier räumt die Büsche weg, zupft Unkraut und entfernt die Wurzeln, damit die Büsche nicht nachwachsen können. In den 2 Tagen haben wir bereits dieses Stück geschafft, bis zum Übergang, der von einer anderen Gruppe gerade freigeräumt wird. Das eingerammelte Stück? Ja, Mann! Das ist aber doof. Nein! Ja. Mein erster Eindruck, also ich hatte schon davor einen Eindruck, und zwar finde ich das total super, dass Jugendliche selbst sowas organisieren. Also dass niemand sagt, kommt da hin und macht das, sondern sie sagen, wir wollen dorthin gehen, wir wollen die Erinnerungskultur in Deutschland, besonders hier in Ravensbrück, wieder aufleben lassen. Hinter mir ist das Fundament von einer Montagehalle von Siemens. Dort mussten die ehemaligen Häftlinge Zwangsarbeit leisten und die erste Halle hier ist schon freigelegt und da ist die zweite, die noch komplett bewachsen. In den 20 Montagehallen mussten die Frauen unter anderem Schaltung für U-Boote herstellen, also kriegswichtige Rüstungsarbeiten ausführen. Neben den Zwangsarbeiterinnen gab es aber auch ziviles Personal, das bei Siemens angestellt war. Es war also kein Geheimnis, was in diesem Lager geschah. Während der Campzeit bereinigen wir die Grundplatten, damit das Fundament erkennbar bleibt. Für die Zukunft wollen wir an den Ecken Markierungen aufstellen, um die Dimension der Zwangsarbeit symbolisch zu verdeutlichen. Also die Tatsache, dass es hier eine Gedenkstätte Ravensbrück gibt und ein Lager für Zwangsarbeiter, die für Siemens gearbeitet haben, ist ja bei vielen gar nicht im Bewusstsein. Das heißt also, das aus zu entwickeln und zu sagen, Ravensbrück war eben nicht nur das, was wir schon kennen, sondern auch ein Zwangsarbeiterlager für Siemens. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Fakt und daraus leitet sich aus meiner Sicht auch ab, erstens, das in die Gedenkstätte perspektivisch zu integrieren, weil es dazugehört, genauso wie das Lager Uckermark. Und zweitens, daraus auch abzuleiten, eine Auseinandersetzung mit Siemens, wie Siemens denn mit seiner Vergangenheit umgeht. Und des deutschen Unternehmens, was heute noch aktiv ist und was eine Vergangenheit hat und sich dieser Vergangenheit auch dringend stellen muss. Diesen Weg hier mussten die Frauen ins Siemenslager laufen und die Weggruppe hat bereits so 80 Meter ungefähr geschafft. 20 stehen ihnen noch bevor.
Und sie müssen halt hier das Unkraut von den Gehwegplatten wegräumen, an der Seite den Weg erkennbar machen. Vielleicht wird der noch markiert, das wissen wir noch nicht. Ich freue mich ganz besonders, dass dieses Camp nun zum zweiten oder dritten Mal hier stattfindet. Zum zweiten Mal, voriges Jahr waren wir auch hier zusammen. Und das ist größer geworden. Es ist ja wirklich wunderbar, dass es immer mehr werden. Ich bin also hier deswegen, um euch erstmal zu grüßen von unserer Vereinigung vom Bund der Antifaschisten. Neben der Arbeit in der Gedenkstätte gibt es auch Informations- und Diskussionsveranstaltungen. Oder aber wir treffen Zeitzeuginnen wie die 87-jährige Esther Becherano. Sie überlebte das Vernichtungslager Auschwitz und wurde dann ins Siemenslager nach Ravensbrück deportiert. Kurz vor der Befreiung des Lagers durch die Rote Armee wurde sie auf den Todesmarsch geschickt, konnte aber fliehen. Noch heute engagiert sie sich aktiv gegen Faschisten. Nicht so eine, also unter uns Gefangenen, ja, so eine Solidarität gehabt hätten, wäre es uns viel schlechter gegangen. Wir haben uns viel geholfen. Wir haben uns geholfen zum Beispiel, wenn jemand krank war und wir wollten nicht, dass er in die Krankenbaracke kommt, ja, dann haben wir ihn so hochgepäppelt, ja, haben ihm mehr zu essen gegeben, wir haben uns, unser Brot haben wir ihr gegeben. Solche Sachen sind passiert. Also der Glaube hat mir überhaupt keinen Halt gegeben, muss ich sagen, weil ich nämlich so viel Schlimmes gesehen habe in Auschwitz, dass ich gesagt habe, mein Gott, wenn es einen Gott gibt, ja, wie kann er sowas zulassen? Ja? Ich kann nicht sagen, was hat mich am meisten schockiert. Ja? Alles hat mich eigentlich schockiert. Aber wir haben den Mut nicht verloren. Und das war eben das Wichtigste überhaupt, dass man den Mut nicht verliert. Ja? Und das ist etwas, was ich von mir sagen kann. Ja? Ich habe den Mut nie verloren. Ich habe immer gesagt, ich muss hier wieder raus. Ja? Und wenn ich rauskomme, werde ich mich rächen. Ja? Ich werde mich bei den Leuten rächen, die mir das angetan haben, die meine Eltern ermordet haben und so weiter. Ja? Bis heute wurde die Zwangsarbeit nicht angemessen entschädigt. Zwar beteiligten sich deutsche Unternehmen an der im Jahr 2000 gegründeten Täterinnenstiftung mit dem pompösen Namen Erinnerung, Verantwortung, Zukunft. Aber gemessen an den Gewinnen der Konzerne aus der Nazizeit ist das lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Auch Thomas Kuschinski, der als Referent zum Thema Zwangsarbeit an unserem Camp teilnahm, findet dazu klare Worte. Die große Masse der Firmeneigentümer in Deutschland, einschließlich der Aktionäre, war weder an den Verhandlungen beteiligt, noch trat sie der Stiftungsinitiative bei. Sie war nicht etwa uninteressiert gewesen, ganz im Gegenteil, sie blockte ab und zahlte nichts. Es war geradezu grotesk, wie die damaligen Chefs von Deutscher Bank und Daimler Chrysler namens der Stiftungsinitiative bei ihren Kollegen darum bettelten, sie möchten doch durch Einzahlung von einem Tausendstel ihres Jahresumsatzes der Stiftung beitreten, um auf diese Weise, ich zitiere diesen Aufruf, das Ansehen Deutschlands und der deutschen Wirtschaft in der Welt zu stärken und zugleich einen dauerhaften Rechtsfrieden zu schaffen. In die Finanzverhältnisse der sogenannten Arbeitnehmer übersetzt, wurde also darum gebeten, von dieser Initiative wahlweise auf ein Glas Bier oder eine Tasse Kaffee im Monat zu verzichten. Und das über ein ganzes Jahr. Also eine unerhörte Leistung, die da abverlangt worden war. Siemens, jetzt eine Festschrift zum 150. Jahrestag ihres Bestehens herausgegeben haben. Ja. Und da rühmen sie sich unverschämterweise, dass dadurch, dass die entsprechenden Arbeiterinnen jeden Tag ein Glas Milch gekriegt haben, Stimmt. Weil sie im Grunde die chemischen Dämpfe irgendwo verarbeiten mussten, dadurch haben sie eigentlich sehr vielen das Leben gerettet. Ja, wunderbar. Also so. Siemens hat gar nichts, das will ich gerade noch mal sagen. Ja?
Die Siemens hat überhaupt nichts getan, um ihren Arbeitern, die dort gearbeitet haben, und das waren nicht wenige, ja, irgendwie vielleicht mal ein bisschen mehr Essen zu geben oder irgendeinen Zuschuss, irgendwas zu geben. Gar nichts, im Gegenteil. Ja. Hier ist die Zufahrtsstraße, zurzeit ist sie noch versperrt und wir räumen sie frei, damit die Überlebenden wieder auf die Gedenkstätte können mit dem Auto. Darüber hinaus haben wir aber noch andere Schwerpunkte. Beispielsweise findet jeden Tag ein antifaschistischer Lesekreis auf dem Marktplatz von Fürstenberg statt. Hier kommen wir mit Anwohnerinnen und Urlauberinnen ins Gespräch und berichten von unserer Arbeit. Zum Ende der Woche organisieren wir einen Aktionstag. Das kann eine Demo oder eine Straßenperformance sein. In jedem Fall beschließen die Teilnehmerinnen, was sie gemeinsam umsetzen wollen. Zusätzlich erstellen wir täglich ein Videotagebuch, damit unsere Arbeit auch dauerhaft dokumentiert ist. Ich würde mir wünschen, dass Leute, die links denken oder die vermeintlich links denken, solche Projekte viel mehr unterstützen sollten. Das, denke ich, ist äußerst wichtig und dass es nicht immer so ein zäher Prozess ist. Wir wollen einen Camp veranstalten oder wir wollen das und das machen und alle müssen erst 10-mal durch Veranstaltungen davon überzeugt werden, dass es super ist. Und das finde ich eigentlich ein bisschen zermürbend und das ist auch bestimmt für die Jugendlichen, also für euch auch nicht gerade witzig, immer so als Bettler dazustehen, obwohl ihr was Gutes machen wollt. Auch 2012 werden wir wieder ein Working Camp organisieren. Dazu brauchen wir Menschen, die das Projekt unterstützen und weiterentwickeln. Beteiligt euch, besucht uns, schickt dieses Video an eure Freundinnen und Freunde oder sammelt Geld für uns.